Montag, 28. Mai 2018, 17.57 Uhr. Der Weg zurück in die Weltspitze ist weit. Das wusste Stan Wawrinka vermutlich bereits vor diesen French Open. Die erste Runde des Grand Slam Turniers in Paris hat das aber nochmal verdeutlicht. Der Schweizer Vorjahresfinalist unterlag dem Spanier Guillermo García López nach 3:30 Stunden 2.6, 6.3, 6.4, 6.7, 5.7, 3:6. Für Wawrinka, 33, der 2015 in Roland Garros triumphiert hatte, war es bereits die 7. Niederlage im 11. Saisonspiel. Der frühere Weltranglistendritte hatte sich im vergangenen Jahr zweimal am linken Knie operieren lassen. Seit seiner Rückkehr auf den Court sucht Wawrinka nach seiner Form. Im ATP-Ranking stürzt der dreimalige Grand Slam-Sieger nach dem Turnier aus den Top 200. In dieser Region wurde Wawrinka zuletzt zu Beginn seiner Karriere vor 15 Jahren geführt. Dennoch wähnt er sich auf dem richtigen Weg. Jetzt gilt es, Spiele zu gewinnen, um zurück auf mein altes Niveau zu kommen, sagte Wawrinka, ich wusste von Anfang an, dass das Zeit braucht. Ich weiß genau, wo ich hin will, auch wenn ich heute verloren habe. Keine Blöße am zweiten Turniertag in Paris gab sich Novak Djokovic, Sieger von 2016. Der Serbe gewann sein Auftaktmatch gegen Rogério Dutra da Silva aus Brasilien 6:3, 6:4, 6:4. Nach seiner langen Verletzungspause ist Djokovic derzeit nur noch die Nummer 22 der Welt und nicht in alter Form. Dominic Thiem, Mitfavorit aus Österreich, startete mit einem souveränen 6:2, 6:4, 6:1 gegen Ilya Iwaschka ins Turnier. Philipp Kohlschreiber verlor 3:6, 6:3, 3:6, 4:6 gegen den Kroaten Borna Koric. Ich zittere noch. Ich bin so aufgeregt in den 12 Jahren, in denen Veronika Cepeda-Roig professionell Tennis spielt, hat die 26-Jährigen nicht unbedingt für viele bleibende Momente gesorgt, davon zeugen 0 Titel und 0 Erfolge gegen eine Top-10-Spielerin. Immerhin letzteres hätte nun beinahe geklappt. Die Weltranglisten 87. Aus Paraguay hatte die zweimalige Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova am Rande einer Niederlage, verlor schließlich aber 6:3, 1:6, 5:7. Für Kvitova war es der 12. Sieg auf Sand in Folge, sie gehört zum Favoritenkreis dieser French Open. Heute hatte ich Glück, sagte die Tschechin hinterher. Andrea Petkovic ist als erste deutsche Spielerin in die zweite Runde der French Open eingezogen. Die auf Platz 107 der Weltrangliste abgestürzte 30-Jährige gewann gegen die an Position 29 gesetzte Französin Kristina Mladenovic 7:6, 12:10, 6:2. Petkovic verwandelte nach 1:42 Stunden ihren 4. Matchball. Ich hab nur gedacht, Andrea, konzentrier dich auf jeden Punkt und hör auf zu denken, sagte Petkovic im Eurosport-Interview, ich zittere noch, ich bin so aufgeregt. Ich bin gerade komplett drüber. Bereits bei den Australian Open im Januar hatte Petkovic zum Auftakt überrascht, war nach ihrem Erfolg gegen Kvitova allerdings in Runde 2 ausgeschieden. In Paris trifft sie nun entweder auf Johanna Larsson, Schweden, oder Bethany Mar Texans, USA.